Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Warpath. Mein Name ist Martin Schur und ich möchte euch heute mal zeigen, was die täglichen Tagesroutinen sind, wenn man am Morgen oder wann auch immer man in das Spiel einsteigt, neu in das Spiel hinzukommt. Als erstes gehen wir da auf die Kampagnen und dann können wir hier auf Versorgungsgüter gehen, klicken das an, holen es ab. Dann gehen wir hier auf die Beschleunigungsbelohnungen, klicken es an, einmal, zweimal, dreimal und viermal. Das ist der derzeitige Stand meines VIP-Levels. Gehen wir in den Laden, schauen, was es dort gibt. Momentan ist er noch nicht aufgefüllt. Dann lassen wir das vorerst mal. So, gehen wir wieder raus. Dann natürlich Fallschirmabwurf. Die den letzten Video gesehen haben, wissen, dass wir ab jetzt 15 Fallschirmabwürfe haben. Alle 5 Minuten eines. Dann immer weiterhin immer noch die Nebelbeseitigung. So, dann gehen wir dort mal schauen, dann können wir hier unsere täglichen Tantiemen nehmen von den geheimen Mauern, dann die Tantiemen vom Waffendeal, dann noch die exklusive Belohnung. Übrigens hier bei diesen Touren für 1 Franken bekommt man ja hier zum Beispiel das, 2 Franken das und für 3 Franken das. Die hole ich mir nur im Notfall, wenn ich das Gold brauche oder ab und zu einfach mal, weil ich habe herausgefunden hier bei dieser Kiste, die Chance, dass man wirklich Statuen von diesem Offizier bekommt, die sind relativ sehr klein. Man bekommt vielleicht 1 oder 2, aber da jeden Tag 3 oder besser gesagt 6 Franken zu investieren, das ist etwas, das können sich jene leisten, die wirklich ja, sehr viel Geld haben, sagen wir es mal so, oder sich das leisten möchten oder so. Hier seht ihr die Angebote, die ihr habt. Meiner Meinung nach sehr lohnenswert dieses Angebot hier, das ist allerdings nur ein einziges Mal drin. Dort bekommt ihr einen Tigerpanzer, 5000 Level-Schritte und 300 Patronen plus 3x 100 VIP-Punkte plus 300 Gold für 1 Franken oder 1 Euro. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste, wenn ihr Geld investieren wollt, dann holt euch zuallererst den Offizier. Und ich habe ja einen kleinen Bericht darüber gemacht, was ich über das Pay-to-Win-System denke im letzten Video. Wenn nämlich der Spieler bereit wäre, wenn er ein Spiel gerne spielt, pro Monat etwas zu bezahlen oder umgekehrt am Anfang etwas zu bezahlen für ein Spiel, dann wäre es eigentlich so, dass man ja alles nachher erspielen könnte und nicht, dass es ständig mit Werbung die Spieler zum mehr Geld ausgeben locken müsste. Also ein Spiel kostet halt eben auch sicher viel Geld und es ist auch ein Risiko für den Hersteller, weil er nicht genau weiß, wie erfolgreich wird sein Spiel werden. Deshalb muss man das auch verstehen, dass er natürlich auch sein Geld machen will. Jetzt, bevor ich es wieder ausgebe, tue ich es schnell in den VIP-Store investieren. 5000 Gold, weil dann fehlen mir jetzt nur noch 14.000 Gold, bis ich zum nächsten Schritt komme. Hier, das gehört auch zu den täglichen Routinen, die VIP-Kisten freischalten. 14.000 Gold und dann können wir sehen, was bei VIP 9 läuft. Bin ich jetzt gespannt. An dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an meine Mitspieler. Es ist wirklich schön mit euch.
es macht Spaß und ich danke euch, dass ihr hier dabei seid. Es ist alles nicht selbstverständlich. Hier kann ich euch zeigen, was mit den Statuen passiert, die man sich holen kann. Ich bräuchte eigentlich 11, wir haben aber nur eine. Kann ich also nur eine dazu tun. Jetzt haben wir die dazu getan. Jetzt fehlen mir noch 10 Statuen, dass ich von Level 2 auf Level 3 komme. Das ist hier. Oder hier oder hier. Eins von den dreien. Bei Level 3 ist es dann schon wieder 50 Statuen. So, und damit hätten wir eigentlich die Tagesroutinen gemacht. Jetzt können wir hier noch eines demontieren. Und nochmal beschleunigen hier, dass wir das bekommen. So geht es dann Schritt für Schritt weiter. Ich kann euch vielleicht noch zeigen, wie wir eine Kampagne mal machen. Das habe ich euch im letzten Video zwar schon gezeigt, aber wenn wir schon so frisch dabei sind, machen wir doch mal eine Kampagne und schauen, ob wir die schaffen. Oh, das wird wieder schwierig. Das hat wieder Panzerabwehr oder Flakgeschosse. Das wird schwierig. Aber probieren geht wieder, studieren. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich für die diesmalige Vorführung. Wir werden uns wieder melden, wenn wir etwas Neues zu erobern haben. Wir sind jetzt dann demnächst überlegen, in eine neue Stadt zu gehen. Und ja, dann kann ich euch vielleicht auch ein bisschen mehr wieder Neues zeigen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt so ungefähr gesehen, das sind die täglichen Routinen. Das ist das, was man so jeden Tag ein bisschen bekommt und lösen kann. Man tut dann zum Beispiel hier noch entweder Bunker knacken oder man geht auf die umliegenden
waren Stützpunkte, die herum überall verteilt sind, hier zum Beispiel, und greift die so lange an, bis die Energie zur Neige geht, oder bis die Energie alle ist sozusagen. Entweder macht man die Bunker, da geht die Energie schneller zur Neige, oder aber man greift die Raven so an, dass man auch gleichzeitig die Rohstoffe bekommt, die sie verteidigen. Hier ist zum Beispiel der Zement. Ab und zu gibt es auch so Sonderangebote wie hier 48 Hämmer für 15.000 Gold, 52 5-Stern-Einheiten, 4.000 Zahnräder und 15.000 VIP-Punkte. Also insgesamt werden es dann umgerechnet 30.000 Gold, weil die VIP-Punkte zählen ja auch. Also von dem her, aber diese Angebote, wenn man bedenkt, was man pro Monat in das Abo investiert, ist es schon so, da muss man sich ein bisschen zurückhalten. Also sonst investiert man da Hunderte von Franken jeden Monat. Das ist ja dann auch ein bisschen übertrieben. Weil ich habe mir da so vorgenommen, wenn ich ein Spiel länger wie einen Monat spiele, dann ist es 10 Euro, 10 Franken oder so ideal und tipptopp. In diesem Spiel jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es mir so Freude macht. Aber jetzt jedes Angebot annehmen ist heftig, oder? Also dann kommt man wirklich auf den Betrag, wenn man irgendwie bei 400 Franken pro Monat wäre. Und das ist mir dann schon ein bisschen zu viel. Gleichzeitig kann man alles, was hier drin ist, auch erspielen. Das Gold kann man erspielen, diese Plaketten kann man erspielen, die Zahnräder kann man erspielen und den VIP-Bonus kann man auch erspielen. Es ist lediglich ein Geschwindigkeitsvortritt, den man hat. Man hat dann die 15.000 Gold und man hat die Zahnräder. Und ja, man hat ein paar gute Einheiten. Das ist einfach der Geschwindigkeitsbonus, den man dann hat. So, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.